In dieser neuen Videoreihe werden für die großen Muskelgruppen Dehn- und Kräftigungsübungen und Muskelfunktionstests vorgestellt. Wenn ihr mehr über den Aufbau des Muskels bzw. die richtige Durchführung eines Muskelfunktionstests erfahren wollt, klickt die Infokarten rechts oben. Hier sehen wir Ansatz und Ursprung des Rectus Abdominis, also der geraden Bauchmuskulatur. Hier sehen wir nun die Funktionen des Musculus rectus abdominis animiert. Er führt eine Ventralflexion durch. Er ist wichtig bei der Bauchpresse. Er stabilisiert das Becken und kippt es nach dorsal und er unterstützt gemeinsam mit vielen anderen Muskeln die Ausatmung. Gekräftigt wird der Muskel in Funktionsrichtung, beispielsweise durch Crunches oder Sit-ups. Gedehnt wird der Muskel gegen die Funktionsrichtung. Und so wird der Muskelfunktionstest für die Bauchmuskulatur durchgeführt. Eine leichte Unterlagerung der Knie, um die Lendenlordose auszugleichen und die Aktivierung des Musculus iliopsoas auszuschalten. Der Rumpf soll sich von der HWS beginnend von der Unterlage abrollen, bis der obere Rand des Beckens sich von der Unterlage abhebt. Da das bogenförmige Abheben anstrengend ist, wird ohne Widerstand gearbeitet. Bei den Stufen 3 bis 5 wird eine Verbindungslinie zwischen den unteren Schulterblattecken gemacht, an der man sich später orientiert. Die Ausgangslage ist immer die Rückenlage, die Knie sind leicht unterlagert, eine Fixation ist nicht erforderlich. Stufe 0 bis 1. Die Muskelspannung beim Husten oder Zischen wird palpiert. Stufe 2. Die LWS bleibt auf der Unterlage, die Arme sind gekreuzt. Und eine gleichmäßige Flexion der HWS in vollem Range of Motion und das Anheben des oberen Schulterblattrandes sind das Ziel. Stufe 3. Die Bewegungsaufgabe ist ein Rumpfbeugen ohne Vorkippen des Beckens, sodass sich die Markierung gerade von der Unterlage entfernt. Stufe 4. Gleiche Bewegung wie in Stufe 3. Die Markierung ist mindestens 5 cm von der Unterlage entfernt. Stufe 5, gleiche Bewegung wie bei Stufe 3, nur die Hände werden hinter den Kopf verschränkt. Die Markierung ist mindestens 5 cm von der Unterlage entfernt. Typische Fehler bei diesem Muskelfunktionstest: Das Beugen erfolgt mit Schwung. Es passiert eine Drehung der Schulter, um die Bewegung einzuleiten. Es ist kein Einrollen, sondern starres Anheben mit Lordisierung der LWS. Bei Stufe 5 kommen die Ellbogen nach vorne und ziehen, die Beine werden angehoben, was zu einer Aktivierung des Musculus iliopsoas führt.